Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geschichte dieses Gesetzes ist lang. Schon 2007 haben Kollegen, die hier auch noch sitzen, schon darauf hingearbeitet, Wachstumsfinanzierung möglich zu machen. Damals Klaus-Peter Flossbach, Heinz Riesenhuber waren dabei. Das sogenannte MORAG-Gesetz, Gesetz zur Modernisierung der Rahmenbedingungen für Kapitalbeteiligung. Das ging sogar auch durch Bundestag und Bundesrat und wurde dann aber von der EU gekippt, eben gerade mit der wesentlichen Begründung, es ist zu schmal und damit wird Beihilfe geleistet. Und diese Wettbewerbsverzerrung durch die Beihilfe würden die positiven Aspekte dieses Gesetzes damals überlagern. Und insofern wäre es nicht EU-konform. Das war das große Problem. Und seitdem haben viele Gehirne daran gearbeitet, um da eine Lösung zu finden. Und nun haben wir diese Lösung. Und alle Bedenkenträger, die unterwegs sind und unterwegs waren, denke ich, sind auch mit eingebunden worden. Und insofern ist aus meiner Sicht jetzt schon ein Durchbruch geschafft worden mit diesem Gesetz. Insofern würde ich mich auch freuen, wenn wir das möglichst breit tragen. Und für unseren Standort ist das wirklich ein super Gesetz, um das mal gleich vorneweg zu nehmen. Und ich denke, wir sollten auch Dank sagen denen, die daran mitgewirkt haben. Staatssekretär Meister fürs BMF. Ich denke, Frau Zypris war es auch für das BMW. Sie haben da zusammengesessen mit Helge Braun aus dem Bundeskanzleramt, um sozusagen das von allen Seiten zu beleuchten. Und natürlich auch mit dem sanften Druck des Parlaments, nicht nur der Opposition, auch der Regierungsfraktion, die immer wieder gefragt haben, so, wie weit seid ihr denn jetzt? Muss doch mal was kommen. Und jetzt haben wir was. So, und darüber diskutieren wir jetzt in der ersten Lesung. Wir haben diesen 8c, der wurde schon beschrieben, insofern will ich nicht zu sehr darauf eingehen, mit zwei Ausnahmen, die nur für bestimmte Unternehmen gelten, sodass Verluste weitergetragen werden können. Und jetzt gibt es diesen neuen 8d. Und ich finde die Idee auch großartig, so wie man gesagt hat, der 8c, der guckt immer nur auf den Anteilseigner. Neuer Anteilseigner, Verluste weg. Neuer Anteilseigner, Verluste weg. Der Geschäftsbetrieb war völlig außen vor. Und jetzt sagt man, ihr müsst euch entscheiden mit Antrag, ob ihr nicht in ein anderes Regime wechseln wollt. Und dann wird auf den Geschäftsbetrieb geguckt. Und nicht mehr, ob Anteilseignerwechsel da sind oder nicht. Das interessiert im Grunde nicht, sondern solange der Geschäftsbetrieb fortgeführt wird, bleiben die Verluste erhalten. Und jetzt kommen wir aber sicherlich auch zu dem Punkt, über den wir noch diskutieren werden. Es klang auch schon in einigen Reden an. Was ist ein Geschäftsbetrieb? Da hat das Ministerium jetzt erstmal in den Gesetzentwurf reingeschrieben, und ich möchte das kurz zitieren. Ein Geschäftsbetrieb umfasst die von einer einheitlichen Gewinnerzielungsabsicht getragenen, nachhaltigen, sich gegenseitig ergänzenden und fördernden Betätigungen der Körperschaft und bestimmt sich nach qualitativen Merkmalen einer Gesamtbetrachtung. Und ich denke, das ist nachher das Thema, worum es geht. Qualitative Merkmale sind insbesondere die angebotenen Dienstleistungen oder Produkte, der Kunden- und Lieferantenkreis, die bedienten Märkte und die Qualifikation der Arbeitnehmer. Also, ich sage mal, eine Definition, die sicherlich schon den Rahmen ganz gut absteckt. Aber wie gesagt, es gibt ja einige Eingrenzungen, was so ein Geschäftsbetrieb nicht machen darf. Ich denke, da sind wir auch in vielen Fragen einig. Er darf nicht einfach ruhend gestellt werden. Er darf keine Mitunternehmerschaft eingehen. Er darf kein Organträger werden und bestimmte unter gemeinem Wert angesetzte Wirtschaftsgüter nicht übertragen werden. Ich denke mal, die Themen sind auch wahrscheinlich konsensfähig oder sowieso Konsens. Und dann gibt es noch zwei, über die wir sicherlich diskutieren müssen. Ein Geschäftsbetrieb einer andersartigen Zweckbestimmung zugeführt. Das ist so ein bisschen das Beispiel, was Lothar Binding angebracht hat, von den Röhren auf die Schraubenzieher. Aber die Frage ist natürlich auch, wie weit geht das? Und oder einen zusätzlichen Geschäftsbetrieb aufnehmen. Und das ist natürlich gerade bei Start-up-Unternehmen häufig das Problem. Sie fangen meinetwegen an, mit einem Wirkstoff zu arbeiten, weil sie Schnupfen bekämpfen wollen. Und im Laufe der Zeit stellt sich raus, oh, der Wirkstoff ist zwar gut, aber Schnupfen macht er doch nicht. Aber dafür ist er, ich sag mal, für die Haut gut oder sowas. Und damit ändert sich natürlich was. Und das kann natürlich auch der Auslöser sein, warum ein neuer Anteilseigner sagt, wow, jetzt ist das für mich interessant, jetzt gehe ich da rein und gebe auch Kapital dazu. Und wenn wir das zu eng fassen, dann sind bestimmte Veränderungen, die in der Regel bei wachsenden Unternehmen natürlich
immer da sind, gar nicht mehr möglich, weil dann haben wir wieder das alte Verlustthema. Also ich sage mal, an der Stelle, denke ich, müssen wir schon noch ein bisschen diskutieren, wie wir das so ausgestalten, dass wir nachher auch wirklich die Wirkung haben wollen, die wir haben wollen. Und es ist ja schon klar geworden, es gilt grundsätzlich für alle Unternehmen. Das ist mal klar, weil sonst kriegen wir das mit der EU auch gar nicht übereinander. Insofern ist dieser Ansatz aus meiner Sicht auch ganz genau richtig. Jetzt würde ich gern zum Schluss noch drei Punkte ansprechen. Einmal den Namen. Also der Name ist natürlich was für Technikfreaks, Gesetz zur Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung bei Körperschaften. Also wurde schon angesprochen. Ich finde, da sollten wir auch noch mal drüber nachdenken, ob wir nicht einen etwas schöneren Namen finden, der trotzdem EU-konform ist und auch das Ziel besser beschreibt. Ich sage jetzt mal Gesetz zur Verbesserung der Wachstumsfinanzierung von Körperschaften oder Geschäftsbetrieben, wenn man das nun unbedingt noch haben will oder so ähnlich. Das wäre, glaube ich, schon der Mühe wert, um auch nach außen zu zeigen, dass das ein gutes Gesetz ist. Zweite Positive, es gibt eine Rückwirkung zum 01.01.2016. Das heißt, auch Anteilsübertragungen in diesem Jahr, die erfolgt sind, wären noch abgedeckt durch das Gesetz. Das ist natürlich auch positiv. Und der dritte Punkt, der wurde schon angesprochen, das ist die finanzielle Auswirkung. Also da, denke ich, sollten wir auch noch mal genau hinterfragen, wo eigentlich diese 600 Millionen herkommen, weil es ist ja nur, kann ja nur ein Drittel sein, weil es sind ja nur die Steuerwirkungen. Das heißt, da müssen 1,8 Milliarden Verluste irgendwo sein, die jetzt innerhalb von einem Jahr plötzlich durch dieses Gesetz Wirkung entfalten und 600 Millionen auslösen. Das scheint aus meiner Sicht doch sehr, sehr hochgegriffen zu sein. Und natürlich müssen sich Bund, Länder und Gemeinden, die über die Gewerbesteuer in der Tat am meisten, ich sag mal, betroffen sind, wenn man so sagen will, da auch mit dran beteiligen. Aber ich denke auch, für jede Kommune ist es natürlich auch eine Investition in ihren Standort. Wenn man ein Unternehmen hat, was mit neuem Anteilseigner wachsen kann, Arbeitsplätze schaffen kann und sich dann auch vor Ort weiterhin ansiedelt und eben nicht nach USA abwandert oder in andere Länder, wo die Verluste sowieso verrechnet werden können. Insofern ein super, ein sehr guter Ansatz. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und danke nochmal für diesen guten Entwurf. Für die SPD spricht jetzt der Kollege Dr. Jens Zimmermann.